Bei den Serien Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärts laufenden Timer, müsst das Ganze also auf einer Seite eurer Wahl oder mit eurer DVD, Blu-ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Freunde. Wir sind angekommen bei Haus des Geldes, Staffel 4, Folge 5, ja. Wir haben jetzt noch 4 Folgen vor uns, 5, 6, 7 und 8. Die letzte Folge war absolut krass. Es ist extrem viel passiert mit Season Finale und ich hoffe einfach auf das Beste. Tokio wurde gerade gecatcht. Anton Jansas hat den Professor davon in Kenntnis gesetzt, dass Gambia, heißt er Gambia? Ich glaube schon. Gerade einen Panikraum entdeckt hat und bis an die Zehennägel bewaffnet ist. Mit Nairobi sieht es immer noch schlecht aus. Rio und Denver sind gerade beste Freunde geworden, was ich. Das ist das einzig positive Gefühl, was ich da rausziehen kann, ja. Ansonsten, ja, das ist alles, was passiert ist, gefühlt. Ich denke schon. Ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt handeln werden. Mit der Situation, dass jetzt eine Geisel, so gesehen, eine Geisel genommen hat. Also, Tokio ist jetzt selbst zu einer Geisel geworden. Ich bin gespannt. Freunde, die Folge heißt 5 Minuten, geht aber tatsächlich 42 Minuten und 36 Sekunden. Ich würde sagen, Freunde, drücken auf Play. Macht euch ready. 3, 2, 1, go. Oh, wartet ganz kurz, Freunde, nochmal, sorry. Hey, rerun, Freunde, rerun. Ich habe die Maus nicht getroffen. Sorry, Jungs, nochmal kurz alle zurück, kurz. Okay, seid ihr ready, Jungs? Okay, drücke auf Play, Freunde, jetzt aber wirklich. In 3, 2, 1, go. Huch. So, Freunde, jetzt haben wir Butter bei die Fische hier. Eine Netflix-Originalserie. Oh, Oslo, oh, die beiden einfach allgemein wiederzusehen. Damn. Ich weiß nicht warum, aber Oslo hat einen größeren Platz in meinem Herzen. Okay, also no joke, Nairobi sieht gerade extrem, also sie sieht gut aus. Ach so, sein Sohn. Ja, natürlich. Oh, Moskau, Mann, ich habe ihn auch vermisst. Schau ihn an. Oh. Oh, das ist gerade so schön. Na, Pfeifeld, Alter. Ganz vergessen, warum machen wir das Jalla einfach? Ey, Denver, Digga. Danke für die Info, Bruder. Ich find's auch echt schön einfach, dass sie die Schauspieler für die neuen Staffeln auch nochmal zurückholen. Ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich, das zu machen. Das freut mich einfach.
Oslo da zu sehen, macht mich auch einfach glücklich. Na, die Lache. Alter. Oha. Maschallah. Oh, die drei, die sind alle nicht mehr da. Oh Mann. Och Mann. Ah, fuck. Real Talk, ja, yeah, true. Oh, ja. Oh, das war so befriedigend, das war so befriedigend gerade. Oh, das war so befriedigend gerade, das war so schön gerade. Oh, das war so schön gerade. Was? Ja. Okay, ich höre zu. Erklär es mir. Erklär es mir einfach mal bitte. Okay. Perfekt. Ey, Mann! Kann ich einfach reinkommen und dem Typen einfach kaputt hauen? Bitte? Schnell? Ach, Mann. Ich bin gerade am Überlegen, was wir machen können. Aber es sieht alles gerade nicht so rosig aus, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Weil selbst wenn sie den Geheimschlitz, wollte ich schon sagen, den Geheimgang finden, sie kommen ja nicht rein ohne ID. Und selbst wenn sie reinkommen sollten, was dann? Er wird auf die schießen. Oder auf Tokio. Im allerschlimmsten Fall würde er sich selbst umbringen, bevor er irgendwas macht, bevor er noch, keine Ahnung, in die Falle tappt. Hey. huch.
beschissene Situation. Also, das ist jetzt ein bisschen schade, Palermo. Natürlich jetzt. Ihr seid beides Psychopathen. Das ist natürlich jetzt, ja. Schlecht für Palermo. Oha. Nein, darf sie nicht. Hä? Jetzt wollen sie alle eine Revolte starten. Jetzt will jeder eine Revolte starten. Toni Kroos. Ja. Ich liebe diese Flashbacks, die sich auf aktuelle Situationen beziehen. Liebe ich. Das Girl. Die auf Toilette muss. Die auf Toilette muss. Okay, doch nicht. Oder doch? Oder nein, oder doch? Okay, er. Aber ich glaube, der er ist eine Sie. Ich glaube, der er ist eine Sie. 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 Ja. Nein. Der er ist eine Sie. Der er ist eine Sie. Nein, nein. Bam. Ey, fühle ich. Ey, das ist cool, das ist ein cooler Twist. Ah, hi. Oh. Oh, ach so. Ah, das war also ein kleiner. Ach so. Das. Oh. Oh, das ist so süß von ihm, so zu reagieren. Ey, das ist. Und da sieht man einfach die Stärken von Moskau nochmal. Das ist so süß, wie er reagiert und dass er auch direkt Julia sagt. Ey, das ist so süß gerade gewesen von ihm. Holy fuck. Ey, das war so süß gerade. Och, Moskau. Das war so süß von ihm gerade. Oh, aber auch von Denver, das freut mich voll. Ey, richtig süß, Mann. Richtig süß. Oh, das ist so süß. Das freut mich voll gerade. Ha, das war ein schöner Moment. Der Käse, der im Raub. Sie darf nicht zu auffällig sein. Und sie darf auch nicht zu auffällig sein. Sie hat das schon ganz gut gemacht, den Job, glaube ich.
Sie muss abwarten. Sie muss noch abwarten, ein bisschen. Schwierig, ich würde Helsinki das Kommando geben. Ich glaube, sie kann doch. Sie muss noch auf einen besseren Moment warten, glaube ich. Das ist ein Trumpf, den sie jetzt auch nicht ausspielen müssen. Den haben, müssen sie in der Hinterhand behalten, meiner Meinung nach. Der ist zu mächtig, um ihn jetzt zu verschwenden. Ich glaube auch, ich bin gespannt. Es wird so weird wieder. Warum wird es immer weird? Hä, so ein Idiot. Warum sind alles so eklige Creeps? Ehremann. Palermo Ehremann auf jeden Fall. Gandhi, okay. Ja. Das Problem ist, ich glaube Palermo jetzt wieder ein bisschen, weil der Plan ist ihm heilig. Er würde alles für den Plan tun. Und er denkt über 8 Ecken. Er hat Eckenrechnen durchgespielt. Ja, Mann, fuck, Palermo ist natürlich auch ein Brain einfach, muss man dazu sagen. Man kann ihm nicht trauen, aber er ist ein Brain. Bei Pinky und Brain hat er Brain gespielt. Schwierig. Das Problem ist, Palermo ist ein so guter Manipulator und er hat es jetzt schon wieder geschafft, dass ich jetzt wieder auf seiner Seite bin. Nach 2 Minuten. Einfach weil er so charismatisch ist und das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man ihm trauen kann.
True. Ich würde sonst Bogota das Kommando geben. Der ist vielleicht auch bessere Wahl als Helsinki. Alright, let's go. Ausschwärmen, Jungs, ausschwärmen. Und Mädels. Ja. Oha. Real Talk? Real Talk. True. True. Ab in die Schmelzküche. Fühle ich, wie sie da rumfährt. Das ist einfach so ein Rasenmäher. Das sieht aus wie so ein Skelett einfach. Holy fuck. Auf Genießerbasis, Urlaub-Feeling. Creep, Alter. Na, ah, ich fühl's aber ein bisschen, dass er jetzt zurück ist. Ich fühl das. Na, ah, ich fühl das ein bisschen, dass er wieder zurück ist. Auch wenn ich ihn nicht 100% truste. Okay, das ist gut. Smart, smart.
Was eigentlich aus ihr geworden? Ey. Ekelhaft, Mann. Ekelhaft, Digga. Er sucht direkt die nächste. Er sucht direkt die nächste. Direkt die nächste. Wenn er wüsste. Wenn er wüsste, worauf er sich einlässt hier. Wenn er wüsste. Oh, sie würde ihn so kaputt schlagen. Sie würde ihn so kaputt schlagen. Das gefällt ihr gar nicht. Das gefällt ihr schon gar nicht. Aber sie spielt mit, ja? Spiel erstmal mit. Das ist gut. Spiel mit. Und am Ende. Bam! So ein ekeliger Typ, Alter. Höh. So eine Made ist das einfach. Minuten zuvor. Okay. Ich fühle das, wie sie da so sitzt. Ich fühle das voll. True. Das ist das Problem. True. Ich kenne die auch nicht für, ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen, außer den einen mit dem Ohrring. Sie ist gut darin, Motivationsrede zu halten. Sehr gut darin. Ja, Mann. Oh, Nairobi, Mann. Ich hab sie vermisst. Ehre, Nairobi. Real Talk. Oh, ich hab sie so vermisst, Jungs. Ich hab sie so vermisst.
Ich habe sie so vermisst. Aber was war das gerade für eine Explosion? Oha, hä? Jungs. Hey, das war ja ein Kompliment. Weil wir gut und hart arbeiten, Jungs. So wie ich gerade. Ich bin gerade schwer am Schuften für euch. Das ist Musik in meinen Ohren und in meinen Augen. Sie kommt mir übel vor wie der Imperator gerade, by the way. Mit reagieren kenne ich mich aus. Macht Sinn. Okay, nach dem Plan. Oh, das freut mich für die, Mann. Ehre. Ehre geht raus. Oh, hey Jungs, hey, hey. Seid ruhig. Jetzt sehen wir das aus jeden möglichen Perspektiven oder was? Mann, ich will wissen, was passierte. Okay, Ruhe. Shh. Wo sind wir? Wo befinden wir uns gerade, Jungs? Oha. Huch. Okay, ja. Ich bin gespannt. Da ist die Toilette, right? Da ist die Toilette drin. Mit dem Panikraum. Aber den Panikraum muss man erstmal finden. Ja. Oha. Da ist die Toilette, right? Wo soll ich jetzt hingehen? Das ist die Toilette, ja, true. Auch true. Das ist der Geheimraum. Oh, er wird sich aus Versehen. Real Talk.
Real Talk? Er wird sich aus Versehen auf den Schalter rauflehnen oder so. Nein, macht er nicht. Das wäre echt komisch, Mann. Das wäre fucking weird. Das wäre sehr seltsam. Da hat er recht. Rio. Das ist wirklich Kacke, dass er alles sehen kann. Hey. Das fühle ich den Punkt. Einfühlsam. Ja. Ja, Bro, die Door's closed. Oh! Ah, oh, fuck! Fuck! Oh, fuck, meine Cam geht gleich aus, Jungs. Fuck, ich muss ganz schnell den Akku wechseln. Fuck! Jungs, ich bin back. Wartet. Wartet. Holy fuck, Alter. Das war richtig close. Alles gut, Jungs. Nein! Nein. Das können die im Leben nicht abgefedert haben. Mit zwei Helmen, zwei Westen. Das können die im Leben nicht abgefedert haben. Ich will nur ganz kurz anmerken, wie gut mein Timing mit dem Akku war, Jungs. 30 Sekunden später und die Reaction wäre weg gewesen auf diesen Moment gerade. Oh no. Nein. Ey. Bitte nicht Helsinki, bitte nicht Helsinki. Oh nein!
Oh, Stockholm! Stockholm! Oh, hätte der nicht in sein Gesicht landen können, ausnahmsweise mal. Von beiden Seiten. Oh, ja. Als ob er durchgekommen ist. Oh nein, er geht wieder in den Bunker rein. Aber dann wissen sie, dass er da den Geheimraum drin hat. Weil er jetzt weg ist gleich. Dann wissen sie for obvious reasons, dass der Geheimraum da drin ist. Ja, jetzt wissen sie es aber. Jetzt wissen sie es. Ah, sie decken Lüftungsschacht. Nein! Warum geht die Folge jetzt zu Ende? Holy fuck. Also seit der vierten Folge, also jetzt letzte Folge und diese Folge, wurde das Tempo, das was passiert und die Action einfach um 800% angedreht. Oh no. Oh. Ey. Also erstmal, ich möchte kurz nochmal Props haben für diesen Akkuwechsel, Jungs. Der Akku war bei 1% und der wäre exakt dann ausgegangen. Also die Cam verliert ungefähr 1% Akku alle anderthalb Minuten. Und der Akku wäre exakt dann ausgegangen, als die Granate explodiert worden wäre. Und er hätte meine Reaction nicht gesehen, Jungs. Ich würde nur sagen, das war der schnellste Akkuwechsel in the history of alle Akkuwechsel, Jungs. Just saying. Ich bin ein bisschen proud of mich, ja? Ein bisschen proud. Holy fuck. Was war das denn für eine Folge, Jungs? Also ich will gleich erstmal sehen, ob Rio und Palermo irgendwelche Verletzungen haben. Weil, ey, eigentlich... Gut, der Typ wird da nicht die heftigsten Granaten drin gehabt haben, aber zwei Helme, Rettungswesten und dann so, um das einzudämmen, so draufgelegt. Ich weiß es nicht, Mann. Aber scheinbar geht es dir noch einigermaßen gut. Aber Nairobi ist jetzt halt gefickt. Sie hat zum Glück noch zweimal geschossen. Das heißt, sie wissen, da ist irgendwas. Aber das wird close. Das wird close, Leute. In der nächsten Folge. Das wird sehr close. Holy fuck, Alter. Aber war eine extrem gute Folge wieder. Das war eine extrem gute Folge, Jungs. Nice. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einer weiteren wunderbaren Folge. Lasst einen Daumen hoch oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Bis dann. Bleibt fresh. So wie immer. Ciao.